Was geht ab, meine Z-Fighter, außer dir? Und heute zu einem weiteren Evolution, wie geht das zusammen? Aber auch im richtigen Dress hier an der Stelle. Shoutout an Ippo, war ja ein Geschenk von ihm, was sie in unserem Real-Life-Vlog damals ausgepackt haben. Grüße gehen raus an unser Boy Ippo. Und hoffentlich bringt das den nötigen Lack heute für das Video, denn wir sind hier weiter mit einem Summon zu unserem Boy Evolution Vegeta. Wir werden hier direkt mal loslegen. Dann will ich mal sagen, Evolution Vegeta ist wieder morgen. Also, let's go. Wir versuchen unser Glück, Freunde. Wie liefen eure Summons? Ich habe wirklich sehr viele eure Summons gesehen. Auch die Group Summons vom letzten Video, wo ihr da wirklich ganz gut gepult habt. Ich wünsche euch wirklich dennoch viel Glück, wenn ihr noch Summon werdet. Und gratuliere denjenigen, die ja auch wirklich gut gesummt haben, gut was gezogen haben. Und all diejenigen, die ein bisschen geschattet wurden, wie euer Boy. Hoffentlich droppt da noch was. Hashtag 1 Sing-Sum. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Anyway. Boom. Okay, ja, ja. Ja, der hat sich halt nicht instant verwandelt. Deswegen hat das eigentlich mit dem Vegito geklärt. Aber wir hatten hier Vegito. Vegito, sage ich. Vegeta nebenbei, links nebenbei fliegen. Jetzt. Ich glaube, ihr wisst alle, warum er sich nicht verwandelt hat, ne? Damit er sich selbst zieht, ja, aber ich meinte nicht den Vegeta, ich meinte Evo Vegeta. Keiner weiß. Okay, dann haben wir an der Stelle noch Nappa, unserem Boy. C17. Android 17 an der Stelle. Gohan, Ultimate Gohan. Also der Ultimate Gohan Pull vom letzter war echt nice. Würde ich euch nichts erzählen. Das hat wirklich gut getan, Dupe für ihn. Ich finde Ultimate Gohan auf jeden Fall ein guter Charakter. Sein Leader ist auch nice, also in dem Hybrid-Saiyan-Team kann man ihn auf jeden Fall spielen, so ist nicht. Also, was heißt auf jeden Fall spielen? Er ist ja der Leader, aber ich meine an sich, ein Hybrid-Saiyan-Team kann man auf jeden Fall spielen, wenn ihr den Boy habt. Und Kakao. Nova Shenlong. Das war nicht der GS, der... Guck mal, Vegeta zieht Vegeta. Das ist halt echt auch passiert. Was? Okay, halt. Das war natürlich jetzt der falsche Vegeta. Wir wollen Evolution Vegeta. Super Saiyan God, Super Saiyan Evolved Vegeta heißt der quasi auf Global. Komm schon, Game, tu uns einen Gefallen. Evolution Vegeta muss droppen, please. Außer davon habe ich ja auch keinen G, denn also. Guck mal, was da abgeht. Featured: Krillin und Goku. Die zwei Buddies. Krillin und Goku ist Featured Charakter. Die Sache ist die, Freunde. Featured Charakter heißt auch Featured Charakter. Nicht Dokkan exklusiv garantiert. Das heißt, auch die SR-Charaktere können aus dieser Animation resultieren. Das ist nicht ein Featured SSR. Weil in dem Stream, damals in, glaube ich, beim Vegito-Summon, egal, in irgendeinem Stream, als sie gesummt haben, da habe ich mich nämlich auch gefreut auf so ein paar. Goten und Trunks war das oder irgendein paar. Oder ein Duo, Triple, keine Ahnung, Trio. Dann kam da jedoch kein Featured SSR und ich habe mich gefragt, was ist da los? Da muss doch ein Featured SSR kommen. Nein, dann habt ihr gesagt, nee, da zählen auch die SR-Charaktere dazu. Ich glaube, das war beim Goku-Banner. Und ja. Ja, Freunde. Aber wir wollen natürlich ein bisschen Glück. Hoffentlich. Super Saiyan 1. Super Saiyan 1 Animation, da weiß man gar nichts, finde ich. Wir wissen, ein Featured haben wir, aber nachdem ich das quasi... Gohan! An sich... Also Ultimate Gohan, den nehme ich auf jeden Fall an. Jetzt haben wir zwei Pfade offen bei dem. Krass! Aber kannst du mal ein bisschen Platz für die anderen, Boy? Ultimate Gohan! Der will sich zeigen jetzt. Der will sich auf jeden Fall zeigen. Die Message kam an. Verdammt nochmal, das hätte auch einer der anderen sein können, ne? Ihr wisst Bescheid. Beschweren kann ich nicht, weil Ultimate Gohan ist echt solide. Ich habe jetzt so oft von ihm geredet. Aber wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Shizomi. Godku, okay, das sollte der GSSR sein. Was? Ultimate Gohan legit schon wieder. Schon wieder unser Boy Ultimate Gohan. Okay, das ist jetzt oben links auch geöffnet bei ihm. Ich hab ihn vor ein paar Tagen reversed und hab ihn auch so gelassen, weil ich dachte, okay, vielleicht ziehe ich noch einen, dann kann ich das direkt da reinpuppen und es hat tatsächlich passiert. Also ich freue mich über Ultimate Gohan, wirklich, so ist nicht. Aber... Mate. Mehr Platz!
Mach Platz, ohne Spaß, Freunde. Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall Like da, Freunde. Und falls ihr neu seid und mehr davon sehen wollt, beziehungsweise in Zukunft nichts verpasst wollt, drückt auch auf den Abo-Button, jede Unterstützung zählt an der Stelle und über jede bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Und hoffentlich, stay base, bleib base von. Hoffentlich können wir noch irgendwas Hype pullen, irgendwas Geiles, aber nicht mit der Super Saiyan 1. Obwohl, mit Super Saiyan 1 haben wir gerade auch Ultimate Gohan gezogen. Aber... komm schon. Riku haben wir Samas. Ah, das ist SR Samas. Okay, ich verwechsel den ab und zu mit dem vom SSR-Status. Master Shen. Master GG. Wir haben wieder Ultimate Gohan. Kam im letzten Video auch im zweiten Multi. Krass. Ultimate Gohan kam echt wieder im... also... C17, ey! Der ist featured, ne? Okay, das ist mein letzter Typ für ihn. Okay. Okay. Okay, wir ziehen auf jeden Fall SSR, so ist nicht, und Hit. By the way, falls ihr euch fragt, wann kommt eigentlich Hit, wir haben Hit gewählt. Als nächster Dokkan-XO-Charakter. Das könnte schon noch ein bisschen dauern. Das könnte schon noch ein wenig dauern, bin ich ehrlich, mit Hit. Weil mit LA Vegito Blutzeug hat es auch ewig gedauert, bis der mal kam. Und, ja. Dementsprechend. Kommen wir zum letzten Multi für heute, Freunde. Für das zweite Summon-Video. Bam! Bada bam! Let's go! An sich, wirklich, müssen wir vielleicht wieder Nubu. Wäre da bloß Mr. Satan noch drauf, dann wäre das auf jeden Fall ein bisschen schmackhafter, beziehungsweise bleiben wir in der Baseform. Bleiben wir in Baseform. Thank you, Dragon Ball! Da hofft man immer auf einen zweiten Double Screen. Wäre auf einen zweiten Screen Crack. Weil das wäre dann garantiert Dokkan exklusiv und Dokkan Festbar, ne? An sich. Lord Shugesh. Können wir ja wieder darüber reden, in Dokkan Step Summons einzuführen. Ja, ich meine, guck mal. Vergleich zu Blazing zum Beispiel. Wir haben ja dafür Itachi gesummelt. Wir haben Itachi zwar nicht gezogen, aber im 9. bekommen wir ihn garantiert. Heißt, man hat wenigstens eine Garantie. Und wir sind jetzt schon auch im 9. Multisum hier deep im Vegeta's Banner. Und der Boy ist noch nicht gedroppt. Ist immer so eine Sache und das ist wahrscheinlich der GSSR. Ja, Krillin, zeig nicht mit dem Finger auf uns. Zeig nicht mit dem Finger auf uns, aber das ist dann legit nur der GSSR zum Abschluss und es ist mein Sohnemann. Tut weh, GG. Aber verdammt nochmal, so viel zu dem Versuch von Evo Vegeta. Merkt ihr das? Auf einer Version droppt er einfach out of nowhere auf JP, ja, legit im zweiten Multi mal so random gemacht beim Goku-Banner. Ohne auf Global müssen wir kämpfen. Die Sache ist ja auch noch, wir haben nicht mal Jiren. Stopp, Freunde, okay, wir müssen an die ganze Sache ein bisschen optimistischer ran. Ich meine, hey, es ist Evo Vegeta. Es ist Evo Vegeta, Freunde. Oh, let's go. Jetzt ziehen wir nochmal alle Register hier und versammeln uns. Für zwei Hype-Puls garantiere ich euch. Zwei Hype-Multis. Und hier ist schon mal ein Featured-Charakter dabei. Let's go, nur runter damit. Zwei Hype-Summon garantiere ich euch noch, Freunde. Zwei Hype-Multis. Super Saiyan 3. Super Saiyan God. Das ist unser erster Hype-Multi-Summon. Das ist der erste Hype-Multi-Summon. Let's go. Und danach haben wir noch einen. Versprochen. Boom. Und zwar... 3 SSR haben wir auf jeden Fall. 3 Stück, Freunde. Einer ist GSSR. Ich denke, der GSSR. Ich hab euch gesagt. Jawohl, Freunde. Ich hab's euch gesagt. 2 Hype-Multis verspreche ich euch noch. Ach, unser Boy Evolution Vegeta und Toppo no Herr damit. Auf jeden Fall sehr solide Unit. 2 Featured waren das bis jetzt. Sehr, sehr cool auf jeden Fall an der Stelle. Genau das. Perfekt, Freunde, perfekt. Ich wusste, dass es heute klappt auf jeden Fall. Dementsprechend haben wir uns hier versammelt. Kalifla, ey. Oh. 4 SSR, krass. Und darunter Evo Vegeta. Perfekt, Freunde. Aber, wartet mal. Das war der erste Hype-Multi, den ich euch versprochen habe. Der zweite kommt jetzt. Der zweite kommt legit jetzt noch. Ein Moment. Lass mich die alle locken. Ah, Kalifla hat schon auf 100. Die kann man nicht mehr gebrauchen. Der auch auf 100. Topo kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Evo Vegeta so oder so. Und zum letzten Hype-Multi, Freunde. Vielen lieben Dank für eure ganze Unterstützung. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt.
Vielen lieben Dank für diejenigen, die mir sehr viel Glück gewünscht haben. Und vielen lieben Dank. Fast. Aber das wird auch noch ein Hype-Multi. Vertraut mir. Okay. War leider nur ein von zwei Hype-Multis, die ich euch versprochen habe. Aber ich glaube, ich hoffe, man, wir können damit leben auf jeden Fall. Denn EUW, da haben wir gepult. Wie gesagt, Freunde, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.